Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute nehme ich euch mit zu einem Brusttraining und ich hoffe, wir knacken heute einen neuen Bankdrück-PR. Ich kam gestern Nacht frisch aus München nach Hause vom Studium und deswegen bin ich noch hier ein bisschen zerzaust. Vielleicht nicht optimale Vorbereitung für das Brusttraining heute, aber ich habe schon gegessen, jetzt verdaut und ich würde sagen, ich fahre ins Training. Aber ihr habt noch gefragt, wie es bis jetzt so bei Marius läuft, denn wir haben ja das gemeinsame Video gemacht, wo er eben jetzt in den Winterball geht. Gerne hier abchecken das Video. Da möchte ich euch auf jeden Fall seine Morgenroutine nicht vorenthalten, denn ich musste ziemlich lachen, als ich den Clip gesehen habe. Willkommen zum Tag 3 des Winterbikes. Ich bin gerade aufgestanden. Ich zeige euch mal kurz meine Morgenroutine. Und zwar gibt es immer ein Glas Wasser mit einer Kapsel Ashwagandha und ein Ingwer-Shot. Beziehungsweise Ingwer-Kurkuma-Shot ist das jetzt. Fürs Immunsystem. Hauptsache, ich werde nicht krank. Ich kann ganz schlecht Tabletten nehmen. Stößchen. Ich hoffe, es hilft. Da musste ich ziemlich lachen wegen den Tabletten, aber ihr zieht auf jeden Fall durch. Ich bin richtig gespannt, wie es die nächsten Wochen wird. Und vielleicht treffen wir ihn auch gleich im Gym. Ich hoffe. Und für mich geht es jetzt los mit Fahrrad dahin. Bisschen Cardio, Mario, ihr wisst Bescheid. Bisschen Kreislauf anregen und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich. Und, was trainierst du heute? Jetzt habe ich kurz vergessen, was ich trainiere. Brust und Bizeps. Und läuft bis jetzt? Ja. Schön noch. Gerade am Aufwärmen hier, ne? Du musst dich auch nicht verletzen, ne? Wichtig. Richtig, Mann. Wichtig und richtig. Was sagst du dazu, dass du keine Tabletten schlucken kannst? Ja, so ist das, ne? Dafür kann ich andere Sachen besser. Okay. Dann nehmen wir mal los. I'm in the big leagues. Told them don't miss me. Ballin' like Houston. Ayy, feelin' like Whitney. I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog. Like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwin' a fastball. Just too quick for it. Und, wie fühlt sich's an? Das war einfach. Bist du stärker? Ja, auf jeden Fall. Also welcher Rekord halt schon wieder. Aber momentan mit dem Gewicht auch was dazu kommt, also kann man sich eigentlich jede Woche steigern. Mal gucken, wie lange das noch anhält. Wird wild, Alter, wird wild. PR, 6 Wiederholungen, 85 Kilo. Muss sitzen. Hey, feeling like Whitney. Yeah, I need a bag, bro. Send it through quickly. I'm making his dog. Like I'm in a big league. Yeah, told him I'ma hit it out of stance. I deserve another 100 bands. I deserve another 100 fans. Told him this was always in the plans. I just did it cause they said I can't. Blowing euros when I'm down in France. Aber 7, ey. I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog. Like I'm in a big league. Jetzt nochmal 6 und dann wäre ziemlich geil. Ziemlich geil. Baby girl, I know you hit it. I'm a playboy like Sinatra. See the evil eye. Easy. Euer Rekord. It's a party when I see her. Fell in love with my demeanor. And she love the way I treat her. We gon' pour it by the leader. Everybody watching now, I'm blowing off the meter. All these people talking, Frank Sinatra through the speakers. If they got a problem, cousin Tommy got a feature. So I'm popping off. Now I'm hearing talks about falling off. I can never. So, Freunde, fertig mit dem Training. Ihr habt gesehen, ich habe mich am Ende noch ein bisschen gedehnt und mobilisiert, weil ich eben die tiefe Kniebeuge erlernen möchte. Außerdem ist mir aufgefallen beim Angucken der Trainingsvideos, dass ich beim Bankdrücken einen kleinen Fehler gemacht habe. Nämlich habe ich etwas zu eng gegriffen. Ich müsste einen Ticken breiter greifen, damit eben mein Unterarm bzw. meine Handfläche unter meinem Ellbogen ist. So habe ich eben nicht diese Last senkrecht zum Boden, sondern mein Arm wandert so ein bisschen nach hinten, nach innen. Deswegen glaube ich einfach, dass das nicht ganz so gesund für die Gelenke ist, weil da einfach mehr Last drauf liegt. Und man hat eben nicht diese perfekte Kraftübertragung, als wenn ich jetzt wirklich in einer Linie zum Unterarm drücken würde. Von daher habe ich es mir gemerkt und beim nächsten Mal mache ich es anders.
Das ist nämlich auch ein Grund, warum ich mich auch filme, damit ich eben sehe, okay, diese Ausführung war jetzt nicht ganz so optimal, was kann ich besser machen? Feiert ihr solche Gym-Vlogs? Ich würde eigentlich ganz gerne öfter sowas posten. Vielleicht auch immer wieder mit so Angaben, wie viel Kilos und bei wie viel Wiederholung ich gedrückt habe, damit ihr eben seht, wie mein Progress so über die Wochen, Monate, Jahre weg vonstatten geht. Und dann können wir gemeinsam hoffentlich in ein paar Jahren darauf zurückblicken und sagen, ey, da ist doch einiges gegangen. Kanal abonnieren, damit du keine Videos verpasst. Ich würde sagen, ich bin raus. Hau rein, mach's gut. Ciao.